Hallöchen meine Freunde und damit herzlich willkommen einmal hier wieder zurück zum LS19 Nostalgie-Projekt mit dem Genosse Klicky. Nunu. Es geht weiter. Wir sind weiter hier am Ansehen. Gerste soll es sein. Habt ihr das letzte Mal so ausgesucht? Ja, Gerste war hier eingestellt. Ja, dann wird es schon stimmen. Ja, richtig. So wie der Plan ist. So wie der Plan ist. Hat's gemacht. So. Einmal hier rumdrehen. Abgeerntet hat man alles. Da gibt es im Endeffekt auch keine Probleme mehr. Da drüben das Feld und verkauft haben wir ja auch letzte Woche. Ja. Deswegen wollen wir mal gucken, da haben wir glaube ich nichts mehr, da müssen wir dann eh vorspielen. Ja, ich dachte, dass wir uns da vorne das eine Feld noch gönnen. Bei der Ölmühle. Ach ja, stimmt, das wollten wir uns gönnen. Ja. Weil das war Gras, wir wollten ja auf Kühe gehen. Ja. Wo ja, machen wir das hier? Ja. Erstmal müssen wir hier fertig machen. Ja, Gras oder das andere Feld? Ist ja gleich noch ein kleines daneben. Ja, Gras wollten wir, weil es ja direkt eine Wiese war. Ja, daneben ist noch eins, das ist sogar genauso groß. Das, ist das Problem Wiese? Ist ja bei. Neben der Wiese. Ne, wir brauchen eine Wiese. Ja, wir haben noch nicht mal viel Zeug. Ja, dafür wollten wir uns ja langsam dran starten. Ja, ja. Haben das wieder über die Woche vergessen? Ja, ich war aufgeregt. Ja, ich war ganz angekündigt, dass es nächste Woche Bananen gibt. Na klar. Deswegen, da war ich ganz aus dem Häuschen gewesen. Ja. Wurde schon hingeschickt. Das stellt sich jetzt schon an. Ach so, naja, müssen wir auch jetzt da, ne? Ja. Wir haben ja nicht. So. Ich hab gesagt, nächstes Jahr, da kommt auch der David zur Mauer. Was machen Sie da? Bleiben Sie mal im RP. Ja. Genau. Der ist 1988, ne? Der hat schon 1988 angekündigt, ey, in dem Jahr komm ich zu euch und reiß die Mauer, ey. Ja, er hat gesagt, er singt sie einfach um. Genau, hat er auch geschafft. Oh. Ich hab gesagt, das liegt jetzt auf CD, was sind denn CDs? Ja, nicht die Russen haben die DDR aufgelöst, sondern der David hat sie einfach niedergesungen. Aufgelöst hat ja gar niemand irgendwas. Noah, ist halt einfach passiert. Und oh, David, zack, war's weg. Und David hat einen Rest gegeben. Oh. Ja. Die haben gesagt, ach komm, reiß die Mauer weg, hab doch dort auf zu singen. Schick den Himmel! Hast du das Video mal gesehen, damals, original vom Mauerfall? Ja, ja. Das siehst du, wie da singt, wie da die Flaschen geflogen kommen. Ja, ja. Dann kannst du einfach noch rüber vorbei. Ich würde sagen, da war teilweise Lebensgefahr für den, aber hat sie überlebt. Hat's halt nur gesehen, da hat teilweise die Flaschen einfach weggesungen. Also, fahr, puff, weg und. Er hatte eine schöne Jacke damals. Ja, ja. Aus Night Rider noch. Oh nee. Also außer die Lampen. Oh ja. Oh ne, der Hasselhoff. Ja, der singt heute auch noch. Für die Jugend, die ihn nicht mehr kennt. Mhm. Der hat erst vor kurzem wieder ein paar Lieder gemacht, die haben schon gar nicht so schlecht angehört. So ein bisschen auf Retro, weißt du? Achso. Ja, ja. So, sie sind ja gleich fertig, ne? Ja. Wunderbar, da kannst du dich nämlich noch eine mitschleppen und hier mitmachen. Weiß. Ja, weißt du, wie lange das auch dauert? Planen wir für heute grobern. Na klar. Feuer gleich aufs nächste Feld. Ich unterstütze sie dann schon. Hm. Ja, mal drüben noch das andere Feld, das müssen wir auch machen. Ich weiß. So viel ist es ja hier eigentlich gar nicht mehr. Achso, da ist eine ganz schöne Welle drin, sehe ich gerade, ja. Am Bräuchstapel eine größere Seemaschine oder direkt zahlt, aber so müssen wir das halt immer in zwei Schritten machen, ne? Ich glaube, es gab, also es hat mir Headhunter glaube geschrieben, es gab ein Update für, eine, für die 302 oder 202 da irgendwie. Was, hä? Ja, für die Fortschritt, die wir weggehauen haben. Ach so, die nicht so richtig vorwärts ging? Ja, ja, gut, die war jetzt aber auch nicht größer davon mal abgesehen. War auch keine Direktzahl. War auch keine Direktzahl, ja, mal gucken, ob vielleicht mal, ob da irgendwas allgemein aus dem Ostblock, weißt du, rauskommt. Ja.
Da habe ich jetzt noch nichts Spannendes in der Richtung gesehen. Einen Haufen Gruber, aber die braucht man nicht, da haben wir ja nur einen großen. Ja. Aber Saatmaschinentechnisch sieht das eher so ein bisschen mau aus. Ja, mit den Saatmaschinen kann man aber alles machen, oder? Du jetzt hast, kannst du da alles eigentlich ansehen damit? Nö, die üblichen Sorten. Also kein Einzelkorn? Nö. Muss ich gleich mal wieder öffnen. Aber das ist nicht so, Bananenstaude. Nee, wird schwierig, eine Bananenfarm hier hochzuziehen. Ich meine, so ist der Plan. So, gut, dann machst du jetzt gleich aufs Nächste, oder? Ja, gleich alles mit einmal weg. Ganz schön drecks geworden, die Hütte. Oh. Also Gruber ist gut, hält halt gleich mal 10 Meter. Ja. Auch da, wo es einen Saft vom Markt, wenn es hier den Berg hoch geht. Ja. Geht ganz schön runter. Boah. Alter, wer ist ja den Kirowitz? Ja, da hat der auch nicht unendlich Leistung. Nur 500 halt, ne? Hat der hier 500? Der hat 500, oder? Glaub ich nicht. Der sich abmüht mit dem Ding. Ja, wenn die Dinger alle so scheiße eingestellt sind, der Kirowitz, den wir ja haben, der hat 536 PS. Ja. Oh, ein bisschen unrealistisch. Aber naja. Haben die schon. Das ist ja der, bei dem war ja sogar die Config-Klippe mit dabei. Da habe ich halt den großen Motor reingebaut. Ah ja, da gab's das, ja. Ah, normal hatten die, glaube ich, irgendwas mit 200 oder mit so. 200 irgendwas, ja. Jetzt hier im Berg hoch gerade 7 km/h. Also für 500 PS. Hm. Ja, alles scheiße eingestellt. Auto, der Gruber ist wirklich so schwer. Das weiß ich nicht. Oder es ist halt einfach, oder da hat vielleicht einfach nicht die Leistung. Man weiß es nicht. Hm, kann auch sein. Angegeben ist, vielleicht haben die dich beim Motorkauf verarscht. Hast du ein gebrauchtes Drecksding gekriegt von einem alten Panzer? Ist doch egal, wir haben einen alten Panzer. Ja, aber laut Art sieht er nicht mehr ist. Nö, kannst nicht alles haben. Du kannst nicht alles haben. Nee, jedenfalls nicht im Osten. Muss ich halt vorhin entscheiden. Ja. Ich meine, wir können die NVA ja mal fragen, ob sie uns einen Panzer ausleiht. Mit dem können wir auch übers Feld ziehen. Jetzt ne, lass mal, alles kaputt hier. Wenn die mit dem LKW auf dem Feld rumfahren, können wir auch mit dem Panzer rumfahren. Boah. Kann man den Spritverbrauch hier aber nicht sehen. Boah, das ist ja schlimm. Willst du mit dem Panzer? Sag mal so. Hab ich noch nie mit Dreipunkteinbau gesehen. Ne? Müssen wir umrüsten. Ja gut, reicht ja, wenn man eine Hängerankupplung hat, ne? Weil es gibt ja so einen 3-Punkt-Einbau dann. Stimmt, oder? Ach, aber gut, das ist... Da hat er ja trotzdem noch keine... Hydraulik. Stimmt. Zapfwelle. Stimmt auch, oder? Dann kann man einfach nur schleppen. Ja, kannst du nur grobbern quasi damit. So, rum hier. Ah, weil immer die Fragen aufkamen, wo habt ihr die... Kommen wir überhaupt hier rein? Ja. Schwierig, sie müssen mich auffüllen. Müssen sie auffüllen? Jo. Okay, mit was? Dünger und so geht. Beide Sahner. Jo. Kein Problem. Da hängt die Schaufel noch dran, da hängt die Schaufel noch dran. Ich mach da der Wegen mal. Ja, ich mach da bei Ihnen mal hier weiter. So ein netter Mensch bin ich. Auch nicht wieder einen Sitz verstellen. Ach, wird ich nie machen. Ob das könnte. Ja, was sind das für eine? Ne, die Möhre kannst du definitiv nicht verstellen. So, alter Auto sitzt da neu gerammt. So, ja, hier vorne habe ich ja noch Saatgut liegen gehabt. Ja. Nimm's also vorne im Dings hatte ich noch welchen liegen. Na so, nun nimm's auch mit. Ist. Mann, wir müssen ja heute Dünger. Wie passt der eigentlich rein, Dünger? Wollen wir gleich sehen. Apple ist auf, ne? Ja. Da musst du, glaube ich, die Klappe auf und Klappe zu wieder machen, ne? Das kann sein, ne? Apple ist denn da jetzt auf? Das ist die, glaube ich, vom Dünger oder sieht so weiß aus? Mal sehen, ob das geht.
Es scheint die falsche Klappe zu sein. Gut, hat der 4 reingepasst. Irgendwie die. Ja. Uiala. Spektakulär. Warum? Von Osten. Kein Gegengewicht da oder was? Nee, ich hatte so ein bisschen was drauf und bin dann über diesen Buckel gefahren, wo Saatgut war und naja. Da war dann doch vorne ein bisschen viel Gewicht dann da. Oh so. Ja, ein bisschen ausgehoben mit Lehm. Hm. Vorher. Das Einzige, was mich an den Kirovets ein bisschen stört, muss ich ehrlich sagen, der hat halt so die Leistung oder die Power, die der eigentlich hat, das hörst du halt auch nicht. Der nur wenn er kurz Gas gibt. Ja, ja. Ansonsten ist das eher Schnurter, eher so wie eine Katze. Ja. Reicht. Was? Voll. Ach voll, gut, warte. Geh ich wieder rein, können Sie hier in Kirovets. So, wenn Sie hier vorne das sehen, beim nächsten Mal dann nach vorne anhalten, ne? Ja, da wo die Mauer jetzt hier vorne kommt. Ach so, da haben sie. Ja, da liegen jetzt zwei Häufen. Das ist klar. Für die Reste noch. Müssen wir nicht so weit hinfahren. Jo. Ja. Hau da nochmal noch ein bisschen Zeug hin. Ja, ich bin gespannt, ob es eine wirklich richtige ostdeutsche Kühe gibt. Eher wenn nicht. Wo ist denn jetzt hier? Ach ja. Guck. Da. Lass mal den gleich stehen für Baden. So. Wenn der Kirovets so ausgerüstet wäre, also so klingen würde, wie wenn du jetzt Spintires spielst, ne? Da tut er ja nur säusen, so. Das ist echt ein cooles Geräusch. Das ist ja im Endeffekt nur der Original-Sound. Ja, das ist auch so pfeift, so komisch. Ey, der Standard Kirovets, also sprich den Giants damals im 17er hatte, der hatte das ja auch, aber. Das hat gepfiffen halt. Ja, ja. Ja, also jetzt nicht so wie bei Spin Tires, ne, weil du das ja so nicht regulieren kannst. Also du hast jetzt hier Gearbox Add-on drauf und alles. Aber der hatte halt einen geileren Sound. Aber das, die Kirovets, die ja bis jetzt im Umlauf sind, die sind ja entweder nur konvertiert oder halt von irgendwas anderes, weißt du? Ja, aber kann man denn nicht vom 17er einfach den Sound da rausnehmen? Die Sounddatei ist doch nur dieselbe. Ja, ich frage mich nicht, naja, weiß nicht, wie die im 19er das Soundsystem gemacht haben, ob das irgendwie anders ist, glaube aber. Irgendwas ist da ja anders. Und du musst das irgendwie anders einfügen, frag mich nicht. Da bin ich ja einmal komplett raus. Deswegen. Aber gut, liebe Genossen und Genossen,
Wir sind erstmal wieder fertig hier für den Part, deswegen danken wir natürlich auch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann übermorgen wieder. Am Sparkauf. Am Sparkauf, genau. Däumchen da lassen nicht vergessen und bis dann auch der Renne. Tschüss.